Keine Sau findet mehr bezahlbaren Wohnraum. Die Politik stellt sich blöd und die Immobilienmafia lacht sich ins Fäustchen. Wir von Browser Ballett haben vielleicht eine Lösung gefunden. Unser 1 Quadratmeter Haus bietet konsequent das Mindeste, was man zum Leben braucht. Bett, Dusche, Klo, Schreibtisch. Oder kurz, vollwertiger Wohnraum auf 1 Quadratmeter. An der Rückwand ist eine Matratze eingelassen, aber keine Sorge, keiner muss im Stehen schlafen, denn man kann das Ding einfach in die Horizontale kippen. In der Schlafposition wird die Kabine mit Bolzen fixiert und mit diesen Stützfüßen auf jedem Untergrund stabilisiert. Über die Trittstufen geht's hoch in die Koje und dann gute Nacht. Geduscht werden kann natürlich auch. Dazu haben wir hier oben den Duschkopf. Oben drüber ist ein 20 Liter Wassertank. Und damit die Matratze hier trocken bleibt, haben wir ein Gummirollo. Das rollt man dann davor, alles schön trocken. Und dann läuft das Wasser hier unten sauber ab. Und zwar durch diesen Ausguss, Kot, Urin, Tampons, alles raus, was keine Miete zahlt. Und ihr seid auch direkt an die Kanalisation angeschlossen, wenn ihr das 1 Quadratmeter Haus direkt über einem Gulli platziert. Strom haben wir natürlich auch, der wird über dieses Solarpanel gewonnen und in dieser Batterie gespeichert. Ganz klassischer Stromwandler, einfach einschalten und der Strom geht in die Steckdose. 1200 Watt und Deckenbeleuchtung. Das Wichtigste, ihr könnt mit dieser Wattzahl easy eure Schaltzentrale versorgen. Das 1-Quadratmeter-Haus ist natürlich mobil. Falls euer Viertel überraschend durchgentrifiziert wird, zieht ihr einfach um, behaltet aber eure Wohnung. Und jetzt der Praxistest. Punkt 1, Hygiene. Oh, hab schon mal beschissener geduscht. Punkt 2, arbeiten. Arbeiten läuft. Einfach den Laptop auf dieses Klappbrett stellen. Außerdem haben wir hier noch ein Schränkchen für die 2-3 Luxusartikel, die ihr euch dann dank niedriger Miete auch noch leisten könnt. Und Punkt 3, schlafen. Geil, ich kann sogar die Sterne sehen. Das 1-Quadratmeter-Haus vom Browser Ballett. 200 Kilo Obdach to go. Bald auf dem Immobilienportal eures Misstrauens. Ach ja, das 1-Quadratmeter-Haus kann dir gehören. Schreib uns von deiner hoffnungslosen Wohnungssuche, das ärmste Schwein kriegt unser Haus geschenkt.